erstes Spiel steht an, Stuttgart gegen Köln. Sehen ähnlich aus, würde ich sagen. Wer ist wer? Ja, genau. Also die Zebras sind die Kölner und die genau reinlicherweise sind die Stuttgarter. So, wir hören schon, vorm Anpfiff geht es hier nicht ab. Ja, ja. So, kannst du denn sagen, wer hier gewinnen wird, damit auch die Leute nachher testen können, ob du Ahnung hast oder nicht? Ah ja, ist schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also, wir sehen das schon, die Leute sind so heiß und die letzten zwei Wochen werden beide für nochmal für extra Vorbereitung genutzt haben. Ja, wir werden nach dem ersten Viertel, denke ich mal, Bilanz ziehen können. Aber aktuell sehe ich da noch keine klare Richtung. Face-off. Nummer 99, Routinier bei Stuttgart, sehr guter Facer, Peter Staffelt. So, los geht's. Abwarten erst oder meinst du, die geben gleich Vollgas? Ja, das ist, ich denke, das sieht jetzt eher nach ein bisschen so Beschnuppern aus, ein bisschen so diese Aufregung der Vorbereitungsphase, ja, wieder so ein bisschen unter Kontrolle kriegen. Und Lacrosse ist ja ein sehr taktischer Sport, sodass man trotz aller Euphorie nicht vergessen darf, wie die Laufwege sind. Laute Kommunikation der Kölner, sehr gut. Ballverlust Stuttgart, Köln jetzt am Klären. Sehr schöner Ride von Stuttgart. Ride? Genau, also die Verhinderung, dass der Ball über die, also in die eigene Angriffshälfte wieder zurückgetragen wird. Das machen die Stuttgarter traditionell ziemlich gut. Sehr athletische Leute. Und ja, das zahlt sich aus. Werden wir denn auch dieses vielbeschworene schnelle Umschaltspiel sehen können oder diese Gefahr des Ballverlustes? Ja, das ist gerade, das ist jetzt hier gerade bei diesen Rides, bei den, bei der Verhinderung der, also Transition heißt das, ne, dass der Ball von der Angriffshälfte in die, also von der gegnerischen Verteidigungshälfte in die eigene Angriffshälfte getragen wird. Da darf man sich nicht zu schade sein, viel zu rennen, weil das dann, genau, kann dann ganz schnell zu einem Tor führen. Stuttgart steht ziemlich eng. Okay. Der Creasefeed. Ja. Tor von Nummer 42. Jan Mijowski hat getroffen. Sehr schöner Schuss. Ball gewinnt Stuttgart wieder. Und er geht postwendend wieder zurück. Marvin Butt!
Wir sehen, dass hier die Stuttgarter erzwingen. Diese weiten Pässe. Das ist gerade nochmal gut gegangen. Und Köln jetzt mit Druck im Angriff. Wo sind die Hauer? Gutes Motto. Lacrosse bekannt für seine Körperlichkeit. Ist da eigentlich alles erlaubt oder nee, das Regelwerk vor? Ja, also ohne jetzt so tief ins Detail zu gehen, kann man sagen, erstmal ist alles erlaubt, was der Schiri nicht sieht, ne? Sowieso, aber dadurch, dass man ja vier Schiris hat, sehen die ziemlich viel. Grundsätzlich muss die Körperlichkeit kontrolliert erfolgen. So. Zwei Flags, zweimal Foul an der Nummer 20. Okay, wir haben einmal eine Minute, wir haben einmal 30 Sekunden Strafe. Stuttgart ist two men down, das heißt zwei Mann Überzahl der Kölner. So, da gibt es natürlich eingespielte Spielzüge, ne? So, die dann so enden, im besten Falle. Die dann im besten Fall so enden, genau. Ja. So, Ausgleich 1-1. Ausgleich 1-1. Sehr schön. Schön. Ballgewinn von Köln. Geht's gleich weiter. Oh. Ja, der Even-Ruf. Das heißt, die Strafzeiten sind abgelaufen und beide Teams jetzt wieder in gleicher Mannesstärke auf dem Feld. Kölner stehen ein bisschen weiter als die Stuttgarter im Angriff. Das erleichtert das Genießen des Ballbesitzes. Oh, wird sich durchgetankt, da gibt es den ersten. Wieder zwei Flaggen drauf. Genau, das war jetzt ein Stockschlag auf den Helm und es gibt einen sogenannten Send-Off. Das heißt wieder Unterzahl. Köln wieder eine Überzahl. Mal schauen, ob es jetzt klingelt. Außen. Sehr schöner Save. Ja, hitziges Spiel, die beiden Teams schenken sich nichts. Eine Flagge war schon wieder drauf. Genau, da war das nächste Foul an dem Stuttgarter. Ja.
Man muss sich sortieren. Ah ja. Köln klärt den Ball, Nummer 77. Sehr athletisch, die Stuttgarter beim Riden, das machen die immer sehr gründlich. Unachtsamkeit. Oh. Ja, da hat das mit der Kommunikation gehakelt. Und schwupp wird's gefährlich. Das ist erstaunlich, ne? Also wie das Spiel jetzt innerhalb von wenigen Minuten gekippt hat. Am Anfang haben wir gesagt, die Stuttgarter haben das gut im Griff. Ja, ja, das geht ja, das Spiel geht ja noch eine Weile und das wird sich, denke ich, hier so ein bisschen auch über Fitness, über die Fitness entscheiden, wer da den längeren, wer die mehr Körner auf der Pfanne hat. Sehr schöne Ballkontrolle hier. Der geht rum, der Ball. Sehr schön. Und der Backup von Köln. Also wer ja, am nächsten zu der Stelle ist, wo der Ball ins Aus geht, der bekommt den Ball bei einem Schuss. Jetzt hat man es das erste Mal gesehen, ne? Dieses Umschaltspiel, schnell nach vorne getragen, den Ball. Ja. Ja, da muss man aufpassen, wenn die ersten Mittelfeldspieler schon starten, dass man die nicht verliert, sonst stehen die ganz schnell alleine quasi vor dem Tor. Und dann ist eine Überzahl diese Situation. Schnelles Spiel. Aber man sieht auch, wie die jetzt zugestellt werden hier, ne? Also ja, ja. Das ist das, was halt diese Athletik erfordert. Hat Stuttgart gut gemacht gerade. Ja. Schnellen Gegenzug verhindert. Definitiv. Und genau, wir haben jetzt den Timeout. Ja, für den Rest des Quarters, genau, gibt es jetzt hier nochmal Ansage bei Köln. Ja, man möchte natürlich hier früh in Führung gehen, früh auch die Führung ausbauen. Gleich so die, diese euphorische Energie gleich in Tore umwandeln. Was wird denn jetzt gesagt? Ich meine, das Spiel ist jetzt, ich gucke mal auf die Uhr, so knapp 15 Minuten ja, alt. Genau. Also wird jetzt schon was verändert oder... Ja, das kann sein, dass jetzt bestimmte Leute halt auf den raufgeschickt werden aufs Feld, die sich für bestimmte Spielzüge eignen. Ne? Also zum Beispiel, weiß nicht, jemand, der besonders hart schießen kann, ne? Dass man dann das so sich so verlagert jetzt in einer Angriffssituation, dass der Schuss von außen möglich wird. Haben die sich denn vorher gescoutet? Also haben die vorher sich gegenseitig beobachtet? Wissen die genau, wie die Gegner spielen? Haben die Videoanalysen gemacht, wie man es kennt, intensiv? Haben die Spieler nochmal auch auf die Gegenspieler eingestimmt? Oder ist das denn zu viel? Ja, also das ist von Team zu Team unterschiedlich, weil das natürlich auch ein enormer Aufwand ist, dadurch, dass die beiden Teams auch in unterschiedlichen Ligen spielen. Also in der Süd- und in der Westliga. Aber... diese Videoanalysen finden auf jeden Fall statt und spätestens entweder Aufnahmen aus dem Ligabetrieb werden dann
zu Rate gezogen oder halt auch die Spiele, die während der Playoffs vor 2 Wochen stattgefunden haben. Also Überraschung gibt's nicht so. Also dass sich die Trainer, die denken natürlich immer drüber nach, was können sie ganz besonders ausgebufftes machen, aber die richtige Revolution. Ja, das Problem ist halt, wenn halt zum Beispiel ein Team von so 2 Einzelpersonen oder von der Performance von so 2 Einzelpersonen abhängt, dann kann man natürlich als gegnerisches Team sagen, den nehmen wir raus komplett. So. Und dann ist das natürlich ein Problem. Aber es bleibt dabei, also aus meiner Sicht, Köln macht momentan den besseren Eindruck. Ja, Köln hat jetzt viel Angriffszeit. Ja. Super gespielt. Super gespielt. Latte, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, genau. Genau. Ja. Also ich habe auch den Eindruck, die sind jetzt selbstbewusster Kölner, ja. Also ja, das hat was von dem Flow, ne, in dem die jetzt geraten sind. Schießen aus der Distanz und probieren einfach was. Yeah. Ja. Ja. Nachlässig. Gleich drei Kölner dran. Besonders wichtiger Aspekt beim Lacrosse immer die Bodenbälle, das muss man smart machen. Möglichst immer halt in Überzahl auf den Ball und dann natürlich auch verhindern, dass der zwischen die eigenen Beine dann in den Rücken rollt und dann von dem Gegenspieler aufgenommen wird. Also auch eine Kunst für sich. Ja. War das jetzt noch erlaubte Härte oder? Nee, das war jetzt das ist ein Gegenspieler. Ach so, das. Ja, nee, das war glaube ich ein sogenannter Moving Pick. Also das heißt, du darfst dich, wenn du halt einen Block stellst, darfst du dich nicht bewegen in Richtung des Gegenspielers und das. Wie beim Basketball, ne? Sah jetzt hier so aus, genau. Ball bewegen wird hier gebrüllt, ganz wichtig, weil dann die Defense bewegt wird und bestimmte Zuständigkeiten sich auch verändern in der Defense und das übt Stress aus. Oh, riskanter Pass. Köln mit dem Ball, sehr schön. Da sind die Kölner drüben. Schön mitgedacht von dem Attacker hinten, der den nicht gefangenen Ball doch noch aufnehmen kann. Und Köln, ja, schon wieder im Angriff. Ja, beim Lacrosse ganz wichtig, die Teamdynamik, also das kann jetzt durch bestimmte Gegentore, bestimmte Aktionen, das habe ich auch schon oft erlebt, kann das ganz schnell kippen, dass man so ein bisschen Energie verliert. So, jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht schnell umzuschalten. Ja, auf Stuttgart, genau. Aber sie entscheiden sich fürs Entschleunigen, ja, wenn man so schön sagt. Sicheres Spiel, ne? Value the ball ist so eine Losung. Aber ich denke, das hängt auch mit dem Selbstvertrauen zusammen, ne? Wenn die führen würden, würden sie es mal riskieren, mal einen langen Ball nach vorne zu spielen. Genau. Also im Training geht es eigentlich bei den
Team dieser Leistungsklasse auch vor allem auch darum, bestimmte Laufwege, so Ablaufstrukturen zu trainieren und auch einzuhalten und auch durchzuziehen, auch unter Stress. Super gespielt. Sehr gut. So muss es sein. Ja. Tor bei Nummer 22. Matthäus Schneider. Für Stuttgart. Ja, Stuttgart 2-1 vorne. Das hatte sich eigentlich nicht angedeutet, ne? Ja, also wie gesagt, das erste Viertel ist eigentlich offen immer so. Und dadurch, dass das ja so körperlich anstrengend ist, zeigen sich eigentlich erst in so im dritten und vierten Viertel, wo dann die Richter in die Leistungskurve in den Keller gehen. Jetzt haben wir ungefähr knapp 30 Grad schon. Also 28, 27 Grad mehr sein. Ja. Sicherlich auch nicht so leicht jetzt, ne? Ja, um nicht zu überpacen oder was? Ja, also genau, da wird sich jetzt keiner zurücknehmen. So, die Leute werden das durchhalten. Das sind alles wackere, tapfere Kämpfer. Aber das wird sich mit Sicherheit auswirken auf, wie gesagt, das dritte und vierte Viertel. Durchgetankt, die Nummer 77, stark. Und Ballverlust. Aber gleich ein Kölner wieder ran. Köln hat den Ball. Beruhigt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. 77 gerade für meinen Geschmack ein bisschen zu leicht da durchgekommen, dafür, dass er gegen 2 gerannt ist. Clocks on the field. Die letzten 30 Sekunden des Waters laufen. Schön gespielt. Ja, sehr gut. Hier heißt es jetzt nochmal ein Statement zu setzen. Köln mit dem Ball. Beruhigt, beruhigt. Sehr gut. So. Erstes Viertel vorbei. Ja, ja. Also was wir gesehen haben, Körperlichkeit wird groß geschrieben, gerade in den letzten 5 Minuten, haben beide aber schön dagegen gehalten. Ja, das wird sich jetzt zeigen, ne? Also das ist ja so, wie sich halt die, ob die Leute das durchhalten können. Beide Teams eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr gut trainiert sind. Ich bin gespannt. Stark, Spannung aufrechterhalten, Sprüche klopfen, das ist was für die Pausen hier. Sag mal, so Sprüche klopfen, was hören die da überhaupt hin? Also du spielst ja auch, also wie ist ja, das? Ja, also ich denke jetzt, also inhaltlich wird da nicht so viel transportiert, aber ich denke mal so Atmosphärisches, das ist so das Wichtige, laute Stimme,
maskulin und einfach heiß werden. Ja, und ich meine, ein wichtiger Begriff ist auch der sogenannte Beast Mode, ne, dass du einfach dann den das Ungeheuer in dir freilässt, bisschen abschaltest, wenn es um Schmerzen und Ermüdung geht und einfach gehst. Ah, das war ein saftiger Check. Ballverlust. So, Stuttgart. Und schnell geklärt, schnell umgeschaltet. So, weiter Stuttgart von links nach rechts. Ja. Köln in den gestreift, ja, Zebras hast du gesagt, in den Zebra-Trikots von rechts nach links. Stuttgart im Angriff. Riskanter Pass, Offside, ja. Ah, ne. Looseball Push, also ein Schubser und der führt jetzt zum Ballverlust. Köln im Angriff. Kein Kreisspieler von Köln. Open Set. Ah ja, Stuttgarter machen jetzt Druck nach draußen. Kennt schon ihre Pappenheimer, Nummer 20. Sehr gefährlicher Spieler. Ja, gut. Wichtig für das Verteidigungsspiel natürlich auch hier immer die Kommunikation, dass man weiß, was in seinem Rücken abläuft. Das machen die Stuttgarter. Das müssen sie gut machen. Jetzt Möglichkeit zum Gegenzug. Ja. Und da rasselt's in der Kiste. Sehr stark. Ja, muss sich der Gegenspieler auch erstmal schütteln, glaube ich. Aber die Jungs brauchen das. Du meinst, wenn sie noch nicht richtig wach waren? Ja, das brauchen die einfach. Das ist einfach. Das ist sonst zu virtuell, so. Das muss richtig scheppern. So. So, jetzt wieder die Gelegenheit. Ballverlust, Köln. 21 klärt. Erik Heinze. Ja, schön. Wir haben ja auch super Wetter hier heute. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Also bei uns hier oben ist ein laues Lüftchen. Ist jetzt gerade gekommen. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen geklagt. Und wir sagen, Mensch, jetzt wir gehen langsam auf die 30 Grad zu. Jetzt hat es aufgefrischt. Ja, und jetzt, ich wollte gerade sagen, wir hoffen auf ein Gewitter. Das ist jetzt sozusagen im Spiel gekommen, der Ausgleich 2-2. Bei Köln hat es geklingelt. Wer macht die Tür auf? Ja, das nächste Tor für Stuttgart. Also ich habe die 51 gesehen, es ging ja auch wieder so schnell. Johannes Henschel, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Habe ich auch so gesehen. Aber ich bin mir sicher, dass zu Hause vor den Computern, Smartphones möglicherweise Leute sind, die haben es vielleicht noch besser gesehen als wir. Aber es geht so schnell. Ja, Lacrosse, the fastest game on 2 feet, so, da kann man auch mal Sachen verpassen. Schöne Aktion hier von Köln, wunderbar. Köln hat letztes Jahr ein sehr
großen Schritt gemacht, als sie bei der DM gegen Hamburg gewonnen haben. Das war sehr überraschend und die sind jetzt prall, da muss jetzt was kommen, die sind heiß auf den Titel. Wir sind gespannt, ob sie liefern können. Ja, du hast dich ja vorher nicht so richtig rausgewagt, ne? Wer hier Favorit ist. So, jetzt öffnest du so langsam immer mehr die Tür, ne? Was die Favoritenstellung angeht. Ja, es sind so Optionen. Also das ist halt, wenn du mal ein bisschen vom Treppchen gekostet hast, dann gibt das Motivation halt auch über den Ja, stark, schon wieder ein Tor. Sehr gut. Köln liefert. Sehr schön. Ja, überraschender Schuss. Also hat dann, glaube ich, den Torhüter auch. Ja, aus dem Gedränge. Denkt man nicht, ne, dass er da abzieht. Ja, das kann schnell gehen. Ne? Auch so unübersichtliche Situation. Defense ist nicht richtig zugeordnet. Leute cutten, also rennen so quer. Und dann sind die Zuständigkeiten der einzelnen Defender ein bisschen unklar. Und schwupps ist einer zu frei. Ja. Also 3-2. Köln wieder in Führung. Und ich bleibe ja dabei. Ich habe ja den Eindruck, dass Stuttgart ein bisschen mehr macht fürs Spiel. Und Stuttgart eigentlich die bessere Mannschaft ist, hatte ich bisher den Eindruck. Ja. Aber Köln offensichtlich effektiver, abschlussstärker. Ja, ich habe, ja, machen auf mich im Angriff ein bisschen einen spritzigeren, ein bisschen so auch kreativeren Eindruck. Ja, sie bleiben entschlossener, also sie suchen eher den Abschluss. Aber du hast ja vorhin von dem Flow schon gesprochen, ne? Wenn es dann... Ja, genau. Das ist jetzt, muss man halt auch durchhalten können. Also, und ja. Das sind die Crease Feeds, also die Pässe an den Kreis. Können sehr effektiv werden, aber wenn sich der Gegner darauf einstellt, so das Muster erkannt hat, dann ist das hochgefährlich. Ja, Philipp Werfs im Tor macht ein gutes Spiel und der Schuss gerade eben schön mit dem Fuß gesichert. Ja. Jetzt ist mal geneigt zu sagen, das darf eigentlich nicht passieren, ne? Ja, genau. Aber das ist unter der Drucksituation schwierig, ne? Also das ist halt die Balance zu halten zwischen coolen Pässen, ne? Wenn es darum geht, den Ball zu halten und dann aber halt auch energetisch zuzupacken, wenn es gegen Tor geht. Schöner Move jetzt. Oft nicht so einfach. Ah, schade. Schade. Ja, dieses Wochenende. Ja, ich wollte gerade was Schlaues sagen, aber da klingelt es schon wieder. Und Köln trifft. Das ist der Ausgleich. Ja, ich habe es nicht genau gesehen. Ich glaube, Nummer 15 war es. 14 war es wahrscheinlich. 14? 14, ja. Yannick Fucken? Ja. Das kommt ja, hin. Yannick, bravo Yannick, super. Bravo Yannick, genau, ja. Können wir auch sagen. Starkes Ding. Ja. Aber genau, ein paar Minuten haben wir noch. Ja. Ah. Und du hast es ja vorhin gesagt, also je länger das Spiel dauert, desto mehr nimmt es natürlich Fahrt auf. Ist ja klar, Konzentration lässt ja natürlich nach, wenn die körperliche Belastung zunimmt. Genau, das fehlt dann plötzlich auch an allen Ecken und Enden, ne? Also in den Beinen, im Kopf.
auch in den Armen, so, man muss ja die ganze Zeit dieses Ding mit sich rumschleppen. Ja. Das ist nochmal. Wie schwer ist das? Ah, das ist nicht schwer. Das wird bei guten Schlägern wird das vielleicht so ein Kilo sein. Ja. Aber immer irgendwie. Irgendwie oben, ja. Oben, ne? Und dann hast du noch den Ball drin, die Fliehkräfte. Da brauchst du gut Saft. Ja. Torwart mit dem Ball. Zum schön gesehen, die offene. Oh, 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 da wurde schlampig geridet. Und die Chance ist vergeben. Oh, zwei. Schiedsrichter angezeigt. Genau, wir haben eine Minute Strafe. Also Stuttgart in Überzahl. Stuttgart in Überzahl. Ja. Besser ist es. Das schien mir auch gerade ein bisschen zu hektisch so zu gehen. Also Stuttgart in der Auszeit, um genau, nochmal die Spielzüge fürs Überzahlspiel nochmal genau, zu besprechen. Genau, sich nochmal ein bisschen einzunorden, nochmal so die richtigen Leute darauf zu bringen. Genau, Jungs, hört auf den Coach, wurde gerade gesagt, das ist auch mal wichtig, wieder so ein bisschen aus der Zone, ne? Ja. Rauszukommen und also wieder aufnahmebereit Adrenalin sein. Adrenalin nochmal ein bisschen wieder runterzukriegen und sagen, oh, was spricht der Mann mit mir und was sagt er? Naja, genau. Ja, ist klar. Weil sich der Beast Mode oftmals nicht mit den Spielzügen verträgt. Ich habe sie gerade auch gesehen bei den Kölnern, die haben sie auch richtig angemault. Also auf der Bank. Auf der Bank, und da musste der Coach erstmal sagen, was ist jetzt? Bleibt mal ruhig hier. Die sind so im Tunnel gewesen. Das ist eine schwierige Sache, weil dann natürlich auch so die Teamdynamik auch schnell kippen kann. Ne? Das ist nicht. Ja, das kann ganz schnell gehen auch. Das kenne ich auch selber, wenn du halt gerätst in den Rückstand, hast das Gefühl, die Schiris pfeifen nicht ordentlich, so, und dann kommt da so eine eigenartige Dynamik auf, die einfach letztendlich Kräfte zehrt. Kommt der Pass nicht an, du rennst ständig und es tut alles weh und machst nochmal einen Sprint und dann kommt der Ball nicht an, das ist schon klar. Das ist das Gefühl, dass die anderen nicht genug arbeiten. Und nicht so viel Gas geben wie du selbst. Klassischer Fall. Ja, ja. Aber man sagt ja immer, ne, am Ende gewinnt dann das Team, wo denn solche Tendenzen möglicherweise am wenigsten aufkommen. Ne? Ja, genau. Ja? Und das hängt davon ab, ob du halt über die gesamte Saison und über so ein Vorbereitungsjahr halt auch das Team zusammenhalten kannst, was halt bei einem Amateur- und Nischensport wie Lacrosse halt super schwierig ist, ne? Weil es ist, kommt alles auf dein eigenes Engagement an, so auf das, was du gibst und so. Und das ist alles sehr fragil. So, wir schauen mal das Überzahlspiel nochmal an hier. Ja. Stuttgart, einer mehr, jetzt. Ah. Schon wieder eine Flagge. Zwei, nächster runter. Eine Minute Stockschlag. Genau, jetzt wird ein Mittelfeldspieler, Verteidiger quasi in den Angriff gestellt, damit der schnell zurückrennen kann, wenn der Herr auf der Bank der zurückkommt. Released ist, wie man so schön sagt. Um einfach Laufwege zu verkürzen. So, Stuttgart in Überzahl. Ja. Sucht jetzt nach der Lücke. Suchen nach der Lücke. Ja. Kellner. Ja, ich wollte gerade sagen, sie lassen sich doch Zeit, aber diese Geduld hat sich ausgezahlt. Ja, aber das sind halt die sogenannten Outside-Shots, die okay sind. So, weil dafür spielt man diese enge Box. Was zu vermeiden ist, ist halt der Pass an den Kreis, wo man dann eigentlich wenig Probleme haben sollte, dann den reinzudanken. Also das war jetzt eigentlich normal. Ja, schönes Tor. Peter Staffelt hat es gemacht. 4-3 für Stuttgart. Ja.
4:3 für Stuttgart. Köln mit dem Ball, schön aufgenommen. Ja, Kostja Timmeln mit der Nummer 50 auch sehr starker Spieler, der da gerade für den Ballbesitz auch gesorgt hat. Wieder Peter Staffelt. Ja. Geht den weiten Weg jetzt. Urgestein im Stuttgart Lacrosse, der ist nicht kaputt zu kriegen, der Junge. Stuttgart macht jetzt Action, bewegt die Kölner Abwehr. Aber die Verlagerung ist mir ein bisschen zu gering. Also wir müssen ein bisschen mehr Meter machen. Ja, da ist er wieder, Staffelt. So, jetzt ist aber auch gut. Jetzt darf man mal wieder auf die Bank. Ja. Oh! Okay, das war sehr gefährlich. Da ist die Kölner Defense mehr auf den Schläger gegangen als auf den Körper, wie man so schön sagt. Also Grundregel ist halt, dass man versucht, sich auf die Hüfte zu konzentrieren. Ja, waren sie eigentlich gut dran jetzt mit zwei Mann. Ja. Genau. Und gib ihm. Richtig, immer Ruf auf die Blässe. Marc Zobel mit der 49. Ja. Und es fliegen wieder die Schlangen. Ja. Also auch schon oft erlebt, dass diese... Ja, so ein bisschen so dieser Übermut in der Defense, so dieser, so zu viel Sauerstoff zur Verfügung haben, ja, und dann kommt das oft halt auch so zu Foulspielen, die in so einer Überzahlsituation dann dazu führen können, dass man schnell in den Rückstand gerät. Also der Beast Mode ist ein doppelschneidiges Schwert, ja. Möchte ich damit sagen. Ja. Stuttgart bleibt im Ballbesitz. Die Überzahl, ne? Even jetzt mittlerweile. Nummer 20, Philipp Brosch. Kommt da reingestürmt. Orangener Schläger. Wahrscheinlich aus einer Geheimlegierung. So. Gelegenheit für Köln, ein bisschen durchzupusten und erstmal, und ich glaube, man sieht es auch, für Sicherheit und ein bisschen Ruhe zu sorgen hier im Spiel. Das war jetzt dann auch ein bisschen aufregend. Verteidigung ist unheimlich anstrengend. Ja. Du bist ja immer ein Bruchteil einer Sekunde hinter der Bewegung des zu Verteidigenden. Deswegen, Timeout. Timeout Köln. Na, ich denke, kommt ihr noch ganz gelegen jetzt. Weil gefühlt haben sie ja 5 Minuten jetzt in der Defense gespielt. Mussten immer hin und her hinterher rennen. Ich habe auch das Gefühl, man wird leiser. Die Luft wird knapper.
Ja. Ja? Ja, stimmt, da hast du völlig recht. Am Anfang haben die gebrüllt wie am Spieß. Ja, 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 ja. Genau. Das ist hier eher Kammerton A. Ja, ja, das ist halt so, wenn du froh bist, dass sich die Beine noch bewegen, ist für die Stimme kein Platz mehr. Ja, sie haben die ganze Saison, ich meine, die ganze Saison darauf hingearbeitet, ne? Und ich habe sie ja vorhin noch gesehen, als die Mannschaften so gekommen sind hier, ja, mit lauten Ghetto-Blaster und mit richtig Alarm auf dem Weg, haben die ganze Straße beschallt hier. Ja, ja. Ja? Hab ich auch gedacht, aha, Jungs. Ansage. Ansage, ne? Ja, richtig stark. Ja, das ist, dafür arbeiten die halt ein ganzes Jahr, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Und da ist so viel Herzblut, so viel Geld, auch so viel Zeit. Eigenes Geld, ne? Eigenes Geld, das zahlt ja niemand, das zahlen die Leute selber. Ja. Und wenn das dann hier gekrönt wird, ist das natürlich der absolute Wahnsinn. So, Köln im Angriff. Nee. Ah, ja, nicht so toller Schuss. Kaspar Siska war das gerade, jetzt ist es Philipp Roos. Genau. Und jetzt schauen wir mal. Ja. Jetzt. Oh. Ah, sehr schön. Sehr schönes, das muss ich sagen, bei Köln finde ich sehr gut, dieses kreative Spiel. Also diese schnelle Give and Go, also die Doppelpässe, das kam drauf. So. So. Stuggi im Angriff und weg ist er. Ja, wir sehen die Damen da im Hintergrund, das ist wohl die Stuttgarter Ultrakurve. Wahnsinn. Ich habe gesagt, das habe ich zuletzt also beim American Football gesehen eigentlich. Ja? Die Girlies oder? Nee, die Girlies auch, aber dieser Tackle. Ja, ja. Also der Ballgewinn, das war also schön akkurat footballmäßig von der Seite rein rums. Genau, das ist bilderbuchmäßig, ne? Das ist richtig schön. Und natürlich direkt vor der Fankurve, so muss man das auch machen. Richtig. Ne? Ich meine. Weil es gibt ja auch eine Party wahrscheinlich heute Abend. Ja. Ja? If it's not on Facebook, it didn't happen. Ne? Das wissen wir ja alle. So. Riskanter Pass und es klingelt. Ja? Es klingelt bei Köln. Das Nummer 99 ist, wieder, oder? Ja. Also wenn ich es richtig gesehen habe, war es die 99 Peter Staffel wieder. Würde ich ihm zutrauen auf jeden Fall. Ja. Ja, wird hier auch bestätigt, Peter Staffel. Sehr schön. 5:3. Ja. Ist auch eine Virtuose am Würstchengrill, der Peter. Also Stuttgart 5:3 vorn. Ja. Und ich hab ja schon vor einiger Zeit gesagt, dass es irgendwie, dass ich den Eindruck habe, dass sie besser im Spiel sind. Du sagst, Köln ist kreativer. Ja, ich mag das. Hat auch mehr Bewegung im Angriff. Ja. Aber wenn ich jetzt so die Tore gesehen habe, die Stuttgart erzielt, ist ja auch das System relativ ähnlich. Es wird sehr von Weitem, also es wird weniger kombiniert, sondern es wird immer die Position für den Distanzschuss gesucht. Und jetzt glaube ich, die letzten drei Tore waren so erfolgreich. Ja, genau. Das ist dem sehr smarten sogenannten Off-Ball-Movement geschuldet. Also die Bewegung, die quasi die Leute machen, die den Ball nicht haben, sodass quasi der Schütze dann für kurze Zeit frei wird und freie Schussbahn hat in dem Ball. Also aber unterschiedliche Systeme, wenn ich das jetzt erstmal sehen mutet kann. So an, ja, genau. Mutet so an, genau.
So. Wenn ich es richtig gesehen habe, so schnell ist die erste Halbzeit vorbei. Okay, jetzt haben wir mal eine Halbzeitpause durchgeschnattert. Und ja, jetzt gucken wir mal. Anekdötchen, jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's weiter. So, Seiten wurden gewechselt. Ja. Stuttgart jetzt von rechts nach links. Stuttgart genau. In Führung, 5:3. 19 Minuten 53 Sekunden in diesem Quarter. In ja. Dem dritten, in dem kritischen. Sagst du. Ja. Genau. Also dann, um mit Oliver Kahn zu sprechen, da muss ich zeigen, wer Eier hat, oder was? Ja, Eier, das ist immer so eine Sache. Also das ist vor allem halt auch so eine wirklich so ganz basale Fitnessgeschichte, die hier einschlägt. Und wir können ja als Hobby-Meteorologen noch weiter sagen, also die Sonne scheint schon stark. Also es ist nicht leicht heute hier. Ja, aber das ist alles freiwillig natürlich hier. Das heißt, die Jungs sollen sich mal nicht beschweren. So, okay. Ballverlust, Stuttgart, Köln. Philipp Rosch. Mit dem Ball. Versuchte das Spiel kurz schnell zu machen, aber. Muss ja mal auf den Pfiff warten. Ja, das wurde eingebremst jetzt gerade. Des Refs. No. So, ich bin ja gespannt, ob Köln jetzt das Spielsystem ein bisschen ändert, ob sie weiter wirklich das Tor herausspielen will oder auch jetzt früher mal den Abschluss sucht. Ja, zumindest geklärt ist der Ball. Oh ja, der Planet drückt. Merke ich auch gerade. Ja, nicht schlecht. Ja, aber Sommer. Sommer in Berlin. Es gibt eigentlich keinen schöneren Ort. Ja. Also es wird einen Aufschrei geben. In ja, genau. In der Republik, natürlich. Aber dürfen wir ja sagen. Buxtehude ist auch schön. So. Die Dinger gehen, ne, solange du halt jemanden an der Endlinie hast, der den sogenannten Backup macht. Das sind. So, jetzt versuchen sie es auch mal von der Distanz. Stuttgart sehr aggressiv in der Verteidigung, gefällt mir sehr gut. Das provoziert dann halt diese Pässe an den Kreis. Ne? Das ist halt. Da wird gefightet. Ja. Schiris müssen sich jetzt besprechen. Unübersichtliche Situation. Welcher Call gilt? Oh yeah. Jonathan Sievers mit der Ansage. Der Ref in Neongrün und Schwarz. Der alte Raver. Sehr schön. Ja, uns fehlt der Tenorschal, deswegen müssen wir viel trinken, um die Stimme zu schonen oder beziehungsweise zu ölen, sagt man. Ja. Oder die Stimmbänder zu ölen. Wie man bei mir merkt, ich bin auch ein bisschen heiser und habe mir eigentlich vorgenommen, heute weniger zu reden, aber ja, aber ich finde an meiner dieses Seite ist es halt wirklich schwer, weil du so viele interessante Sachen sagst. Ja, das aber deine bisschen diese kehlige Stimme passt auch zu dir. Ja, das ist schön. Gibt dir was maskulin verführerisches. Finde ja. Ich gut. Gerade auch für die weiblichen Zuschauer bestimmt. Oh, der ging sehr gut. Da haben wir einen Long Pole, einen Longstick in der Man-Up. 42. Monsieur Mijowski dürfte das sein. Auch ein Urgestein und nicht kaputt zu kriegen. Ja, schön gespielt wieder. Ja, aber der Backup war nicht da.
Der Goalie explodiert aus dem Tor und holt sich den Ball. Pass kommt an, so. Pass kommt an, stark rübergetragen. So, jetzt können wir mal schnell umschalten. Halleluja. Ah, die Schiris zeigen was an. Ich hätte das jetzt als legitimes Nageln durchgehen lassen, aber der Ref sah das anders. 2 Minuten. Bank hat gerade 2 Minuten hier gefordert. Sollen das 2 Minuten? 2 Minuten ist ein bisschen heftig. Ja. Ich brauche Wunschvaters Gedanken jetzt hier. Kinder. Das ist halt kein Hockey, ne? Du musst den Ball halt aufnehmen. Dieses Hin- und Her-Geschiebe ist super gefährlich. Und wir sehen jetzt, so, jetzt Turnover. Für Stuttgart. Aber nimm erstmal Tempo wieder raus. Ja, weil die das Doppel nicht. Also Stuttgart ist ja Unterzahl. Ja. Köln hat den Ball. Jetzt geht's weiter, genau. Köln wieder im Angriff. Das ist jetzt wirklich Materialschlacht scheinbar. Also das geht jetzt hier echt auf Verschleiß. Wenig Ruhe. Viel Aufregung gerade auch gesehen. Dieser komische Dive. Man darf nicht vergessen, Stuttgart immer noch in Unterzahl, ne? Oder? Ich weiß das gar nicht. Tatsächlich, ja. Ja. Jetzt also war das mit den 2 Minuten, das hat schon gestimmt. Ja, mit den 2 Minuten hat es gestimmt. Das ist der Wahnsinn. Okay, das ist jetzt wieder even. Aber dafür hat Stuttgart es gut gemacht. 2 Angriffssituationen für Köln. Beide ja. Nicht zum Erfolg gekommen. Beide nicht also zum Erfolg haben sie geführt, wirklich aufopferungsvoll gekämpft hinten und haben jetzt wieder den Ball. Auf geht's, wir können das. Selbstaffirmation, ja, probates Mittel. Wieder. Ja. Findet aber keine Anspiel. Druck bei. Köln drückt weit raus. Köln drückt weit raus. Nummer 16 jetzt an der 11. Drücken sehr weit raus, die Kölner jetzt. Das ist. Zweischneidiges Schwert. Einerseits verhinderst du halt die Pässe, andererseits machst du dich auch angreifbar, überlaufen zu werden. Und dann ist quasi die Hilfe, also die sogenannten Slides, werden sehr, sehr lang. Ja, ich habe den Eindruck, der Coach hat halt reagiert und hat gesehen, dass sie eben immer von der Distanz versuchen abzuziehen und versuchen diesen Schuss halt zu verhindern jetzt. Genau. Oder diesen Pass an auf den Center-Spieler. Ja, auf den Kreisspieler. Mit dieser Staffel versucht es immer. Jetzt geht er mal rein. Früher Slide vom Kreis, sehr gut. Recovered. Nummer 13. Die haben das ganz gut drauf, haben das sehr gut geübt. So, jetzt die Gelegenheit, schnell umzuschalten. Sehr, sehr hoher Push. Stuttgart auch mit Druck. 69, ja. Geht ganz weit raus. Christian Schulz ist das? Ja, sieht
das ist jetzt wirklich ganz ein bisschen anders. Ne? Also wir haben das gesehen am Anfang, relativ eng, eher so zurückhaltend. Und sehr kompakt gestanden, ne? Sehr kompakt. Ja. Naja, geht viel über den Philipp Brosch. Ist ein sehr guter Lacrosse-Spieler. Ja, Nummer 20. Wenn die den rausholen, rausziehen, dann ist Köln geschwächt. Das Problem ist natürlich dann, dass das Defense-System auch nicht so funktioniert, wie das. Köln feuert. Köln feuert. Wahrscheinlichkeitsrechnung vielleicht hier am Start, weißt du? Ja, ja. Aber wir haben ja darüber gesprochen. Also, sie haben es in der ersten Halbzeit halt anders probiert. Genau. Wollten halt immer den optimalen Abschluss suchen und jetzt schießen sie halt, ja, vielleicht nicht aus allen Lagen, aber sie schießen deutlich öfter. Ja. Aber immer noch sehr beweglich. Ah, die Girlies der Ultrakurve machen da auch nochmal von außen Druck. Wahnsinn, Wahnsinn. Schön gehalten. Schön gehalten, Kölner am Boden. Nummer 3. Kaspar. Schiska, was ist da los? Gibt auch ein paar Exoten, die ohne Unterleibschutz spielen. Aber das sind, glaube ich, auf den Bauch. Ja. Der hat ihm am Nabelpiercing gezogen, ich weiß es nicht. Also Köln, ne? Spielen ja, so, wie der Spielstand es erfordert. Also ja. Keine Gefangenen. Ja. Genau, ein bisschen aufgeregt gerade. Ja. Ein bisschen hibbelig. Olli Minko ist gerade mit Problemen, auch den Ball zu kontrollieren. Aber gleich, ich habe es gehört, gleich wieder aufmunternde Worte. Olli, Olli, Olli. Ja, das ist halt Gelegenheit für die Stuttgarter, mal schnell zu spielen. Ja. Beruhigen. Ballverlust. Genau, Stuttgart behält den Ball. Stefan Höller mit dem Long Pole verteidigt da. Zwingt den Pass. Wir haben mit dem Spielsystem Erfolg, muss man einfach sagen. Ja, das war so. Tor, Ball zurück in die Mitte gespielt, ja. Abschluss. Das ist wieder so aus. Wirklich genau. Gut. Und dann, wenn du so die Hände frei kriegst in so einer unübersichtlichen Situation, dann musst du ja auch gar nicht hart geschossen werden, sondern dann kann das so eine Made sein wie jetzt. Und der geht einfach rein. So unhaltbar für den Goalie, wenn er den quasi. Der wird von den eigenen Jungs abgeschirmt, ne? Ja, Torschütze Nummer 8, wenn ich es richtig gesehen habe, Jens Rotsche. Ja, Olli Jensi. Ja. Aber es ist ja erstaunlich, dass das Köln halt kein Mittel findet dagegen. Ne? Also wir haben es relativ früh schon gesehen, wie das Spielsystem aussieht, wie sie versuchen zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, die letzten 4 Tore jetzt so erzielt. Ja. Und du sagst natürlich, sie versuchen die Situation unübersichtlich. Ja, das ist halt die Unübersichtlichkeit, liegt halt vor allem daran, dass die Zuständigkeiten in der Verteidigung nicht klar verteilt sind.
Also gerade wenn du zum Beispiel einen Kreisspieler hast oder zwei Kreisspieler, damit du den nicht immer hin und her, nicht immer nachrennen musst, teilst du den Bereich vor dem Kreis in Zonen ein, so, und übergibst den quasi. Ja, also Zonenverteidigung, genau. Genau, richtig. Ja. Also, und so, wenn da zu viel Aktion ist, wenn du Übersicht verlierst, dann passiert da sowas wie eben. Also Stuttgart 6-3 vorn. Erfrischende Brise kommt jetzt auf. Ja. Sehr gut. Ja. Weht ein bisschen den CO2-Kokon weg. Sehr gut. Ja. Oh, Wahnsinn. Aus dem Nichts. Wahnsinn. 7-3. So, und das ist jetzt der Drehpunkt, ne? Also wir sehen jetzt auch gerade Dennis Kova, wenn ich richtig gesehen habe, mit der 11. Ja, Dennis Kova mit der 11. Ja. Und es war wieder so ein Ding, ne? Ja. Fast ansatzlos. Ja, das liegt daran, dass die Kölner Verteidigung jetzt also ein bisschen zahnlos wird, was so im Mittelbereich, also bei den Midis so abgeht. Das meine ich so, da fehlen oft auf die Körner bei manchen Leuten, um halt diese Sprints nach außen, um den Mann aufzunehmen und dann aber auch wieder reinzukommen, um seinen Mitspielern zu helfen, wenn der Ball weiter bewegt wurde. Also da bin ich mal gespannt, da sollten wir ein Auge drauf haben. Okay. Marc Brandenburger, auch langjähriger Nationalspieler am Ball. Flagge und das Tor. Es ist kein Tor. Kein Tor. Sogenannte Crease Violation. Das heißt, ein Kölner Spieler war im Kreis. Sekunden hat noch gegeben. Vielleicht klappt es ja. Bleibt beim 7-3. Ja. Ah ja, okay. Oh. Oh, oh, oh. Torwart, sehr gute Leistung. Gepaart mit hakeligem Abschluss. 42. Philipp Werbs im Tor der Stuttgarter. Also es kann Knackpunkt gewesen sein im Spiel, ne? Ja, 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 ja. Erstes Tor, was nicht gegeben wird und dann, ich sag mal, 100% ist ja noch untertrieben bei der Chance. Das war eine, ja genau, das ist halt immer so im Nachhinein immer so, Mann, hätte ich den gemacht, ja, ne? Ja, klar. So. Ein typischer. Schöne Leistung vom Kölner Goalie. Es ist ein Withholding gepfiffen worden, also ein ein mutwilliges Verhindern, dass der Ball dem freien Spiel quasi zugänglich gemacht wird, also wenn man seinen Schläger über den Ball stülpt und genau, andere Leute nicht ranlässt, so, und dann einfach da drauf steht. So, Philipp Brosch wird natürlich gut immer übernommen.
Alle wissen, der Junge ist gefährlich. Late Hit wahrscheinlich. War unnötig, ja. Ne? Ja. Marc Brandenburger. Ist jetzt erstmal raus. Ja, das ist symptomatisch eigentlich für das dritte Viertel. Man kann nicht mehr zurückziehen, ne? Du hast deinen Körper, der vielleicht auch mal ein paar bisschen zu viele Gummibärchen gesehen hat, sehr hoch beschleunigt. Und dann abzustoppen, nur weil der Gegner den Ball nicht mehr hat, ist dann für viele auch einfach zu schwer. Riskanter Pass an den Kreis. Abpfiff. Crease Violation. Ja, und das dritte Viertel ist, zumindest wenn ich der Uhr Glauben schenken kann, vorbei. Ja. So, also 7:3 für Stuttgart. Ein Viertel noch zu spielen, 20 Minuten. Ist alles drin. Ne? Ist alles drin, ja. Aber ich hatte den Eindruck, dass die Kölner jetzt ein bisschen ratlos gewirkt haben. In der Offensive. Ja, ja, da kann das Kreative kippen, ne, in sowas Chaotisches. Ich würde gern ein bisschen systematischere Defense sehen. Also ich hatte das Gefühl, dass das kann auch an einer langen Angriffssituation oder weiß nicht, am Spielgeschehen gelegen haben, wie auch immer, aber ich hatte das Gefühl, so ein paar Mittelfeldspieler hatten in der Verteidigung nicht genug Luft mehr. Werden die Jungs nochmal eingenordet. Nee, unsere Kameraleute haben sich gerade jetzt mal Sonnencreme geholt, weil gerade der Kollege, der nicht unterm Dach steht, der hat ein ziemlich rotes Gesicht, der steht in der knallen Sonne. Ja. Und wenn wir jetzt mal auf die Uhr gucken, sind ja schon wieder anderthalb Stunden vorbei. Also ja. Andererseits sage ich immer, if you can tone it, tan it. Ne? Und das ist heute eine super Gelegenheit für alle, die nicht auf dem Feld stehen. So, was für Möglichkeiten haben wir? Also nee, wir nicht, aber was für Möglichkeiten haben die Kölner? Was würdest du empfehlen? Ich sehe eine Gefahr in der Verteidigung. Das habe ich ja schon gesagt. Ja. Und ich würde... Sie nicht in der Offense jetzt mal irgendwie... Also Verteidigung hin und her, sie liegen 3-7 zurück, also... Ja, genau. Also das heißt, ich würde gern wieder diese spritzige... kreatives Spiel sehen, was wir wirklich also von der ersten Minute an da hatten. Das wäre halt super, ne? Aber ist natürlich auch sehr laufintensiv gewesen, ne? Eben. Und da hast du ja vorhin schon gesagt, mal sehen, wie das über die 4x20 Minuten funktioniert. Kreatives Spiel bedeutet auch, dass du viel, viel mitdenken musst, gucken musst. Sehen, wie der abgeht hier. Nummer 2, Christian Baum. Schnellster Midi Deutschlands. Ja. Kleiner Running Gag.
Der sucht jetzt nach den offenen Bahnen, ja, das. Der sucht jetzt jemanden zum Ablegen, den darfst du nicht zum Schuss. Christian Baum jetzt mit dem Ball. Der führt was im Schilde. Wir können gespannt sein. Ah. Ja, Pass war super. Da hat's gerasselt. Adrian. Ah. Adrian Nolte ohne Schutz, offensichtlich, oder? Ja, nee. Oder vielleicht stand er zu weit raus. Wir sind nicht sicher. Liegt es auf dem Boden? Genau. Naja, im Lacrosse sagt man walk it off. Wenn man was hat. Schön gespielt. Torwart, starke Leistung. Also der hält die Jungs hier im Spiel, das ist wirklich groß. Philipp Werf, jetzt zum, ich glaube, die vierte, fünfte wirklich große Chance, die er vereitelt. Ja. Christian Baum wieder mit dem Pass. Ist jetzt eine sehr lange Offense-Zeit gewesen. Also die sollten jetzt nicht in die Verteidigung geraten, weil dann haben die echt ein Problem, so wie jetzt. So. Out of bounds, schade. Genau. Aber der Stuttgarter Torhüter gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ja, hat also absolute Ruhe weg. Also jetzt dieser Pass war vielleicht suboptimal, aber ansonsten, was er da hinten hält, ist ganz erstaunlich. Und hält, wie man so schön sagt, seine Mannschaft hier auch im Spiel. Schöner Versuch. Ja, du wirst sagen, also es ist kreativ, was sie spielen. Ja. Ah ja, der versucht über den Goalie rüber zu schießen, hat aber ein bisschen so niedrig gezielt, vom Post abgeprallt. Jetzt der Angriff. Ball gedroppt, genau, und Tor. Jetzt hat es mal funktioniert. Tor. Wahnsinn. Kaspar Ziska mit dem Tor. Das 4:7. Ja, 4:7 aus Sicht der Kölner. Und ich habe mich da jetzt möglicherweise ein bisschen festgebissen an dem Thema. Aber sie machen das Tor jetzt doch aus einer Einzelaktion. Ne? Die ganzen herausgespielten Situationen davor, die wirklich total kreativ und total schön herausgespielt waren, war nicht erfolgreich. Aber jetzt mal eine kurze Bewegung abgezogen. Ja, genau. Wobei man sagen muss, dass die Leute, die ja nicht den Ball haben und die quasi die Verteidigung beschäftigen, gute Arbeit leisten. Ja. Ja, das. Also diese Lücke gemacht haben, dass er überhaupt schießen konnte. Genau. Die Hände recken sich ob der angeblichen Ungerechtigkeit, aber es geht weiter. Der Ball ist bei Stuttgart, keiner sagt ihm was. Ja, Stuttgart bleibt am Ballbesitz, wenn ich die Reaktion der Stuttgarter Bank richtig deute. Genau. Da war der Timeout-Call genau richtig, als er den Ball noch hatte. Haben die Stuttgarter. Die haben jetzt einen Timeout, genau. Genau, haben, als er den Ball noch hatte. Genau, als er den Ball noch hatte. Deswegen hat der Ballverlust nicht mehr gezählt. Genau, richtig. Schwein gehabt. Aber das ist jetzt so eine Situation, ne? Wir am Anfang, erstes Viertel haben wir gesehen, haben sie abgetastet, hast du ja gesagt, ruhig. Und jetzt kriegt das Spiel natürlich immer richtig Bums, ne? Genau, also jetzt, drei Tore ist auch nicht viel so. Das hast du locker wieder drin. Und, super spannend. Ja, 15 Minuten noch zu spielen.
jetzt beginnen auch so die Wehwehchen, mal ne, so mal eine Verstauchung von vor ein paar Tagen, mal hier einen Schlag abgekriegt während der letzten drei oder zwei Viertel, muss man jetzt beißen. Ja, man kann es ganz gut sehen, die Kölner sind schon wieder bereit, signalisieren also, wir sind da. Genau, langweilig, genau, macht weiter, richtig. Ja. So, jetzt ist das Organisationsteam gefragt, Wasser wurde geordert, das kann ich nur sagen, ist wirklich nötig heute. Ja, nicht, dass die Haut Falten wirft, so. Nicht in dem Alter, genau. Peter Staffel tankt sich da durch, der will das jetzt hier machen. Ja, die Flaggen wieder. Ja, das ist das Problem so. Das ist dieses Rumgeprügel. Das ist halt, wenn dir die Beine schlapp werden, so, dann fliegt er halt öfter mal ein Schläger. Und das ist halt echt das Problem. Verteidigung, man verteidigt beim Lacrosse mit den Beinen. Um mal eine richtige Schote mal zu bringen. Alba musste sich den Ball von sehr weit holen, aber Stuttgart bleibt ruhig. Ja, und es hat schon wieder geklingelt. Ja. Stuggi macht weiter, das dürfte... Erik Heinze mit der 21 hat es gemacht. Ja, ja, ja. Du wolltest gerade sagen, das dürfte die Entscheidung gewesen sein. Wolltest du sagen? Nein, wollte ich nicht sagen. Wolltest du nicht sagen? Nein, gut. Nein. Dafür habe ich schon so viele Spiele gesehen, die 8:4 jetzt nochmal gedreht werden. Ja, 8:4 für Stuttgart, 13 Minuten noch zu spielen. Aber es kann man natürlich mit 3 Toren Vorsprung, kann man auch die Geduld haben, in der Offense einfach mal wirklich so lange zu passen, so lange zu spielen, bis in dem Fall Erik Heinze in einer guten Position, wir standen ja nicht weit weg vom Tor, 6, 7 Meter. Wirklich... Ja, drüben geht's los. Loseball, Hole, schwarzer Ball, alles klar. Ja, Köln spielt mit einem sogenannten Fogo, also Face of Go Off. Dominik Schüler, sehr guter Experte, was so die Anstöße sind. Das ist der Face of Ice, der Anstoß. Beim Lacrosse für alle, die nicht ganz so firm sind. Und das ist auch eine eigene Kunst, den auszuführen. Und manche Teams gönnen sich jemanden, der das ausschließlich macht. Yannick Foken liegt da am Boden. Hat ordentlich einen mitgekriegt. Ja, wenn man tränken ist wahrscheinlich keine gute Idee, wenn er... Ah, ist egal. So, wollen wir einen Daumen drücken, als wurde schon jetzt das Wort Sanitäter ausgesprochen, aber jetzt steht Janik schon wieder, alles gut. Genau. Sieht oft schlimm aus, aber im Endeffekt an der Bar sind sie dann doch wieder ganz, ganz fit, ne? Letztendlich.
Oh, aber wenn du das mal anguckst hier. Ja, ist ganz gut benommen. Ja, ist benommen auf jeden Fall. Naja. Das ist halt diese Kopferschütterung, ne? Wenn du da halt einen hohen Check abkriegst, wenn du mit den Köpfen zusammenrasselst. Ja. So. Der Schiri nichts gepfiffen jetzt gerade. Nee. Ist er daneben geflogen. Ja, hier gilt einmal mehr, there is no tomorrow. Es gibt nichts, wofür man sparen kann. This is the day, this is the day, wie man so schön sagt. Wir sind gespannt. Defense. Ah. Bisschen zu lang gedauert. Ja, aber sehr ruhig. Ne? Dann haben sie jetzt auch noch Glück, kriegen den Ball, den zweiten Ball immer wieder. Stehen ziemlich eng, die Stuttgarter. Das war gerade ein bisschen hinderlich. Wenn man so eng steht, müssen die Pässe wirklich sitzen. Ansonsten werden die rausgefischt. Riesen-Einsaktion. Nummer 16, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Robin Rosengrün. Ja. Schöne Einsatzaktion. Da merkt man natürlich, die Beine werden dann schon schwer. Eine Drehung, einer kann der Abwehrspieler nicht mehr mitgehen. Aber trotzdem, Riesenaktion. Ja. So, ja, 9-4 für Stuttgart. Ja. Du hast schon viele Lacrosse-Spiele gesehen. Ja. Kannst du dich an eins erinnern, wo knapp 10 Minuten vor Ende 5 Tore Rückstand aufgeholt wurde? Ja, also wir haben mal in 2 Minuten 5 Tore geschossen. Gut, dann ziehe ich die Phrase sofort zurück. Aber wir sind ja nicht auf dem Feld, deswegen denke ich, das ist ja heute gelaufen. Ja, denkst du schon. Ja. Gibt es denn taktisch noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir spielen jetzt alles oder nichts, wir öffnen jetzt die Nee, das geht eben nicht, weil du kommst da nicht drum rum, den Ball halt zum Tor zu tragen. Ja. So, und wer soll das machen? Ein Anfang ist immer mal ein Tor. Sehr gut. Anfang ist immer mal ein Tor. Ja, Kaspar Ziska, sehr gut. So. Hat heute auch schon einiges eingesteckt, der Gute. Ja. Stuttgart 9-5 vorne. Köln kann verkürzen. Also vielleicht ziehe ich die Frage wirklich nochmal zurück. Also, ja. Du sagst natürlich zu Recht, der Ball muss erstmal zum Tor getragen werden, aber vielleicht ist ja auch dieses taktische Fesseln abwerfen, gerade für die Kölner ja. Richtig, du meinst jetzt, genau, wenn man sagt, komm hier, der ganze Kram hat nicht geklappt. Mit den ganzen Spielzügen, genau. Die haben ja sehr viele Systeme offensichtlich einstudiert, die nicht so richtig funktioniert haben. So, einer rauf da. Stuttgart wird jetzt versuchen, den Ball zu halten. Ja, klar. So, da sehen wir den nächsten auf dem Boden. Ja, da muss man jetzt. Ran an den Mann. Und diese Stockschläge bringen halt wenig. So. Da gerätst du out of balance so ein bisschen. So, dass ja. Schön. Riesentorwartaktion schön, jetzt. Schön. Schön gefangen. Tobias Kaufer hat das super gemacht. Ah, oh Gott. Und dann fehlen die 2 Zentimeter. Weil du, wenn ich vergesse, das wäre eine Riesenchance. Gerade macht er wirklich gut. Ja, ja. So,
Habe ich gerade gehört, die Kölner, einer hat gesagt, wir hören erst auf zu spielen, wenn die Spielzeit vorbei ist. Also, genau, das ist halt das ist halt meine Ansage, ne? Genau, ja. Das ist halt dann auch halt dann so eine Teamdynamik, die man... Da brauchst du dann eben da Leute, die vorangehen, ne? Da brauchst du auch das Fundament halt, das halt in der Preseason gelegt wird, halt dieses Teamzusammenhalt, man versteht sich. Man kennt sich, also man nimmt sich nichts übel. So, das sind diese gesamten Geschichten, die jetzt hier, also die sich jetzt hier auszahlen. Und wenn du ein Team hast, was erst kurz zusammen ist, sich nicht richtig kennt oder so, die können kritische Situationen nicht so gut abpuffern. Die können das nicht so gut behandeln. Ja, du musst ja auch für den anderen mitlaufen, ne? Du musst für den anderen mitlaufen, genau. Ja. Also gerade wenn ich das so sehe, da tut ja jeder Schritt tut ja weh jetzt. Und ja, da muss man schon als Team funktionieren, damit man eben auch, wenn ein anderer Fehler gemacht hat, eben diesen Fehler ausbügeln und sagen, okay, wir spielen alle zusammen, auch wenn wir 4 Tore zurückliegen. Also richtig, das richtig ist... So. Also ich gucke auf die Uhr, 7,5 Minuten noch. Ja. Ja, es ist wieder, was du sagst mit dem Stockschlag, ne? Ja, Finis, ihr läuft trotzdem durch. Ah, ich find's gut, die Refs, die Schiedsrichter pfeifen nicht kleinlich, wie ich das schon mal gesehen habe, sondern lassen auch Härte zu und das Spiel auch laufen, so wie halt Lacrosse auch ist. Das hatte ich jetzt im Ligabetrieb anders schon auch gesehen, also großes Kompliment auch an die Schiedsrichter, finde ich sehr gut. So, muss meiner ran. Ja, das ist halt 10 Meter. Wie du draußen bist. So. Bam. Und der nächste Stuttgart hat den Ball. Jetzt, genau. Stefan Höller ist das. So, jetzt haben sie den Ball. Aber ich habe mal auf die Uhr geguckt. Fast 2 Minuten hat Stuttgart jetzt halt hier rumgespielt ums Tor. Ja, ja, das heißt jetzt Kilometer fressen, ne? Mhm. Bis man bis zum Ziel. Es ist auch sehr anstrengend, eine Mannschaft, die gut dieses runterspielen kann, unter Druck zu setzen. Ja, also Stuttgart beherrscht es ja per excellence, wie sie es machen. So. Illegal Procedure. Hab ich jetzt gerade nicht gesehen, warum. So, 5 Minuten noch auf die Uhr. Also, Köln braucht ein schnelles Tor. Okay. Und Chris Baum mit dem Ball. Nochmal eine Aktion. Genau, und jetzt. Das darf man bei dem sogenannten Off-Ball-Game natürlich nicht bequem werden. So, man muss halt, auch wenn man den Ball nicht hat, arbeiten, die Räume schaffen. Ja, das ist 15-Meter-Schuss, ne? Da brauchst du halt. So, Tempo-Gegenstoß. Stuttgart mit dem Ball. Und da ist jetzt die Hölle los. So, nochmal Auszeit. Du läufst weiter, ne?
Stuttgart Auszeit genommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ach nee, ich muss angehalten. 3:51 noch auf der Uhr. Ja. Ich habe aber beim letzten Angriffsversuch der Kölner schon so, also ist ja nur reines Spekulieren jetzt, ja, aber schon so den Eindruck gehabt, dass der absolute Glaube daran, dass noch was gehen kann, nicht mehr da war. Also das ist jetzt vielleicht... es ist halt auch einfach... Küchenpsychologie, aber... Also das ist halt jetzt auch eine Fitnessfrage so. Also das ist halt... Klar, die Stuttgarter müssen nicht mehr so viel Druck machen, aber die Kölner halt umso mehr. Und das ist halt nach... Was ist das jetzt? 75 Minuten? Ja. 75 Minuten, darf man nicht vergessen. Bei jetzt aber wirklich 30 Grad und knallender Sonne. Ja. Ja, das zieht halt irre. Ne? Ballverlust Stuttgart. Schnelle Transition. Jetzt müssen sie arbeiten. Sehr gut. Philipp steht bereit für den Pick. Muss da rumgehen. Kaspar Ziska. Aber die Stuttgarter machen gut Druck, also das kann man nicht sagen. So, die kommen weit raus, erzwingen die weiten, gefährlichen Pässe. Und, da ist der Ball. Ja, schönes Tor nochmal. Durchgetankt, sehr schön, sehr schön. Marc Brandenburger. Marc Brandenburger mit der 15, genau. Hat die Klingel bedient. Sehr schön. 6:9 aus Sicht der Kölner. Ja. 2:49 sehe ich noch auf der Uhr. Ja, ist zu schaffen. Ja, du hast ja vorhin gesagt, 5 Tore in 2 Minuten oder 2:30, was war das? Ja. Ja. Dafür wäre Ballbesitz, glaube ich, ganz gut. Genau, weil du hast halt Stopclock in den letzten paar Minuten, sobald der Ball tot ist, toter Ball quasi, das Spielgeschehen unterbrochen ist, hält doch die Uhr an. Keep it in, das heißt, der Ball darf nicht über die Restraining Line getragen werden. Und da flog jetzt ein Kölner raus. Der Fake misslungen, ist der Ball aus der Pocket gesprungen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ersten Withholding-Brülle schon. Ja. Die Nerven liegen blank. Köln nach wie vor im Ballbesitz. Ja,
Ah, nochmal mit dem Tor. Lassen es klingeln. 7 zu 9. Meine neun. Güte, Kinder. 2 Tore Unterschied nur noch. Ja. Ja. 2 Tore Unterschied. War es die Nummer 3? Ich hab's nicht genau gesehen. Bin mir nicht sicher, ob es Kasper war. So, okay, also 2 Tore noch, 1:16 sehe ich auf der Uhr. Der Wind frischt auf, der Creator wird hibbelig. Stark, ich finde auch. So, also jetzt Ballgewinn. Ballgewinn. Ich will jetzt, also das sind jetzt keine Neuigkeiten, die ich jetzt erzählen habe. Dominik Schüler muss jetzt noch einen bringen jetzt hier. Fast Break, komm schon. Okay, wird ordentlich. Okay, sehr gut, sehr gut. Köln hat den Ball, wenn ich das richtig verstanden habe. Köln hat jetzt den Ball, genau. Ja. Kurz vor dem Ballverlust oder der Timeout ausgerufen. Und wenn man das jetzt sieht, jetzt sind sie ganz heiß, ne? Jetzt glauben sie plötzlich doch wieder an ihre Chance. Sehe ich der Coach, also ich kann ein bisschen durchschauen, der Coach zeigt jetzt nochmal ganz konkrete Spielzüge an für diese Situation. Ganz klar, ein schneller Abschluss muss her, ne? Allerdings, ich wundere mich gerade, ist das die Nummer 7 von Köln? Timo Dreger, ja. Ja, auch ein Fels in der Brandung. So. Überraschend. Okay, also. Bisschen mehr als eine Minute noch. Köln liegt mit 2 zurück. Schnelles Tor muss her. Haben gerade noch den Spielzug einstudiert. Jetzt ist natürlich die Frage. Funktioniert ja auch. Abrufen. Jetzt muss man halt. Jetzt zeigt sich halt, muss man halt auch eine gewisse so Abgewichstheit an den Tag legen, wie man ja im Fußball sagt. Ja. So. Und der klappt. Jetzt wäre ich ja so ein bisschen unruhig. Mann, 8:9. Ein Tor Rückstand noch. So. Also ja. wenn das jetzt noch zum Ausgleich kommt, dann frage ich nie wieder bei 4 Toren Rückstand, ob da irgendwas noch geht oder nicht. Also, liebe Leute zu Hause. Ja, wenn ich nicht so anständig wäre, würde ich jetzt sagen, das ist ein ganz enges Höschen. Ja, aber absolut. So. Und ich wiederhole mich da gerne, Ballgewinn wäre gut. Ja. Also wahrscheinlich sogar entscheidend. Denn Stuttgart, wie ich sie gesehen habe, können die Stuttgarter den Ball jetzt eine Minute halten. Die können ihn eine Minute halten, ja. Da werden die, und wenn die da sonst was anstellen. So, falsch. So, Stuttgart hat den Ball. Genau, jetzt geht's wirklich. Jetzt muss es wirklich auf den Körper gehen. Alles, ja, wir sehen das. Keep it in call. Interessant. So. Köln mit dem Ball. Also die Stadionuhr ist runtergelaufen. Genau. Also wir sind jetzt nackt. Machtlos. Wir können auch nur noch vermuten und können uns genauso wie alle anderen überraschen lassen vom Abpfiff der Unparteiischen. Ja, du hast gesagt, abgewichst muss man spielen. So wie Stuttgart das jetzt macht. Ball halten. Ganz weit nach außen. Keine Fehlpässe. Okay. So, okay. Change of possession. Uhr ist noch nicht auf dem Feld. Doch, die Uhr ist auf dem Feld. 30 Sekunden haben jetzt begonnen. Und sind abgelaufen. Also das mit der Uhr, das können wir sicherlich noch optimieren. Was Fakt ist,
Wir haben den ersten Finalisten gesehen. Ja. Aber sowas von knapp. Aber sowas von knapp. Herzlichen Glückwunsch an die Stuttgarter. Herzlichen Glückwunsch an die Stuttgarter, die Kölner. Sie kämpften voller Inspiration. Aber was man ihnen vielleicht ja, zum Vorwurf machen kann, sie haben erst dran geglaubt, als die Tore auch fielen. Also sie haben lange Zeit aus meiner Sicht so ein bisschen nur noch mit gebremstem Schaum gespielt und erst am Ende, als es halt in den letzten zwei Minuten nochmal richtig Gas gegeben. Vielleicht, ja? Ja. Du sagst zu Recht, die Beine wären schwer. Was soll sein? Wir reden hier über 80 Minuten Spielzeit bei 30 Grad. Aber alles in allem, glaube ich, ist Stuttgart der verdiente Sieger.